Der Weg zur Saarbrücker geht hinter der Hütte gleich kräftig bergan. Diese Tour, wie auch die ganze Montafonrunde, kann problemlos mit dem Gebirge schon vertrauten Kindern begangen werden. Durch Blockhalden und einen steilen, serpentinenartigen Weg gelangst du in einer guten halben Stunde kurz an flaches Gelände. Das zu Tal stürzende Wasser wird von den Schneefeldern auf dem kaum noch vorhandenen Plattengletscher gespeist. Zeit für eine kleine Rast. Vom Plattenjoch kommen die ersten Bergwanderer entgegen. Sie waren bei Max auf der Seetalhütte. Max, den Hüttenwirt, knapp 80-jährig, und seine Hütte solltest du dir nicht entgehen lassen. Zuerst aber heißt es, auf den Schneefeldern steil nach oben zu steigen. Ganz schön anstrengend. Hin und wieder eine kurze Pause und tief durchatmen. Diese schöne Tour erfordert natürlich auch immer mal wieder ein Foto. Nach einer Kuppe ist nun das Plattenjoch zu sehen. Gelegenheit für eine größere Rast. Da die Tour heute sehr kurz ist, empfehlen wir dir eine Besteigung der westlichen Plattenspitze. Diese bietet eine herrliche Rundumsicht. Die Besteigung dauert gut 15 Minuten und ist nicht schwierig. Noch schöner allerdings ist der bereits erwähnte Besuch der Seetalhütte. Knapp 4 Stunden, Pause nicht eingerechnet, die du locker schaffst und ein Erlebnis ist, das du nicht mehr vergessen wirst. Hinten links der große Litzner, davor das große Seehorn, rechts das kleine Seehorn. Die Gruppe Jugendlicher kommt von der Plattenspitze und hatte eine noch bessere Aussicht in die Zentralsilvretta. Ab jetzt gibt es 2 Varianten. Nach einem letzten Blick ins Ganeratal zieht sich ein teils seilversicherter Steig unter den Plattentürmen entlang zur Schweizer Lücke. Von dieser geht es wieder abwärts. Schweizer und Chromer Gletscher sind komplett abgeschmolzen und haben 2 tiefe Tröge mit einer steilen Mittelmoräne hinterlassen und sind schwierig zu begehen. Wir empfehlen dir deshalb, vom Plattenjoch besser in Richtung Seetal abzusteigen und beim Schottensee links weg zur Seelücke aufzusteigen. Von da geht es in einer guten halben Stunde abwärts bis zur weithin sichtbaren Saarbrücker Hütte. Was ist los? Von der Mittelmoräne und später vom Schneefeld hast du einen schönen Blick auf den weit unten liegenden Vermundstausee. Auf der Chromer Lücke angekommen ist schon die Saarbrücker Hütte zu sehen, die du normalerweise in 45 Minuten erreichst. Das ist der Grund, wieso du nun wesentlich länger brauchst, um auf die Hütte zu kommen. Steinböcke. Eine Herde von 19 Steinböcken ist im Umfeld der Hütte immer mal wieder anzutreffen. Nach ausgiebiger Beobachtung ist es an der Zeit, die gut besuchte Hütte aufzusuchen. Der Film ist gescheitert, nicht der Welt in der Kamera.